Bettina Winkler ist Gesangslehrerin. Sie möchte Menschen für das Singen begeistern. Ja, sehr schön. Jetzt komm mal wieder her. Wenn du gerne im Laufen, wenn du herkommst, sing doch mal die Übung. Beim Einsingen trainiert sie mit ihren Schülern in jeder Stunde zuerst die Stimme. Zentral ist aber auch die richtige Atemtechnik. Also wir haben gesagt, wir brauchen unsere Stütze, die wir auch von hier nehmen können. Hier haben wir unsere Energie, unsere Power. So, das heißt, wir machen Anspannen und immer wieder loslassen. Ja, das können wir ja mal üben mit diesem. Heute lernt auch Kerstin, in den Bauch zu atmen, statt in den Brustkorb. So kann die Lunge beim Singen nicht eingeschnürt werden. Beim Singen wird nicht nur das Herz-Kreislauf-System in Schwung gebracht, auch jede schlechte Stimmung wird vertrieben. Bettina Winkler sieht in der Stimme das Spiegelbild der Seele. Für sie ist das Schönste an ihrem Beruf zu sehen, wie das Singen einen Menschen positiv verändern kann. Wie sie an ihrer Stimme arbeiten, wie sie zu sich selber finden und das in Gesang ausdrücken. Und ja, wenn sie zu ihrer Mitte finden, wenn sie ihre Balance finden, das spiegelt sich natürlich auch im Gesang wieder, was total faszinierend und immer wieder schön ist. Eins, zwei, drei, und! Die Gesangslehrerin leitet auch mehrere Chöre, darunter das Ensemble Fast Lane. Das Singen in der Gruppe hat gleich einen doppelt positiven Effekt. Forscher haben nachgewiesen, dass schon 30 Minuten gemeinsames Singen genügen, dass unser Gehirn mehr Glückshormone ausschüttet und aller Stress abhält. Eins, zwei, let's see your true colors shining. Singen macht also glücklich. Menschen, die im Chor singen, sind in der Regel lebenszufriedener, ausgeglichener und selbstbewusster. Trotzdem steht für die meisten der Spaß an erster Stelle. So auch für Andy aus dem Ensemble Fast Lane. Was eigentlich noch viel besser ist, als alleine zu singen, ist mit anderen zusammen zu singen, also im Chor zum Beispiel. Auch weil ich gerade das Vierstimmige, das Dreistimmige, das mag ich einfach gern. Und ja, außerdem, ich bin ja der einzige Mann und bin somit außer Konkurrenz. Und so gehen Kerstin und Andy jedes Mal nach dem Singen ein kleines bisschen gesünder und glücklicher nach Hause.